Worauf kommt es beim Social-Media-Einsatz an, wenn man als Unternehmen Erfolg haben muss? Die Frage scheint einfach, die Antwort differenziert. Zunächst braucht man eine Strategie. Eine Strategie, die sich darauf ausrechnet, eine engaging Experience zu schaffen mit dem Kunden. Denn Social Media bewegt, dass der Kunde, der heute auch ein sozialer Kunde ist, gerne kommt, gerne wiederkommt und vor allen Dingen die Produkte und die Dienstleistungen, die man anbietet, an andere Freunde weitererzählt. Bei der Umsetzung der Strategie bedarf es aber nicht nur der Strategie und eines Ideenrahmens für die Engaging Experience, sondern einer kontrollierten, entsprechenden Implementierung und aber auch einer ganz strikten Überlegung, welche Kanäle von Social Media in Verbindung mit den klassischen Kanälen, die ich habe, sind relevant. Hier hilft, und das sehen wir gerade bei den Teilnehmern in diesem Workshop, sich nachdem man die strategischen Überlegungen angestellt hat und die Engaging Experience definiert hat, sich ein Social Media Menü aufzustellen, indem man sich genau überlegt, wie man das auch bei einem Menüplan sonst machen würde. Was sind die Vorspeisenelemente? Was ist das Wichtigste an Inhalt und auch an Medium, was ich in einer Hauptspeise konstant vorhalten müsste? Und wie erreiche ich das mit einer Art von Dessert, diejenigen, die bei mir kommen, zu mir kommen, die bei mir kaufen, entsprechend auch wiederkommen und das Gefühl, die Engaging Experience, die ich vermittle, nach außen tragen. Das alles lernt man auf einem Workshop, wie wir ihn haben, im Rahmen der Smart Challenge. Und die Teilnehmer scheinen sehr viel davon zu profitieren und ihre eigenen Ideen bezogen auf ihr Unternehmen bereits heute umzusetzen. In einem Coaching wird das dann entsprechend fortgeführt, sodass die Teilnehmer über die nächsten Wochen hinweg ihre eigenen kleinen Erfolge realisieren und die Strategie erfolgreich umsetzen.